Wir sind auf dem Stand von SsangYong, sind Gast von Robert Stubmann, Direktor SsangYong Schweiz. Was zeigt SsangYong hier am Salon an Neuheiten? Wir haben drei Weltpremieren und eine Europapremiere. Also bei uns gibt es wirklich grausam viel zu sehen. Und es lohnt sich ein Besuch bei uns am Salon. Wir haben da stehen wir vor einer Weltpremiere, das ist der XIV2. Das ist ein Modell, ist nur ein Konzept, aber der kommt in zwei Jahren. Dann haben wir zwei neue Motoren beim Corando. Wir haben zum ersten Mal einen Benziner und wir haben einen kleineren Diesel, weil wir haben bis jetzt den Corando nur als Diesel mit 175 PS und jetzt haben wir noch einen, der ein bisschen weniger PS hat und darum auch weniger Emissionen Schwerpunkt für 2012. Jetzt habe ich gerade daraus herausgehört, ein neuer Motor, ein kleinerer Motor. Der Corando ist in dem Fall eindeutig ein Highlight-Produkt in diesem Jahr. Ist das richtig? Das ist so, aber ich habe die Europa-Premiere noch nicht erwähnt und das ist der Action Sports, den wir hier haben. Der Action Sports werden wir lancieren im Mai als Pickup. Kommt er, aber mit einem ganz cleveren Hardtop und das wird sicher nicht nur Handwerker ansprechen, sondern auch Lifestyle-orientierte Fahrer. Sehr gut, Lifestyle ist ein gutes Thema. Was ist denn sonst noch die Einzigartigkeit von SsangYong? Ja, Lifestyle, das ist sicher etwas, aber für uns ist natürlich ganz wichtig, dass wir eine komplette 4x4 Palette haben. Das ist das Wichtigste. Wir haben Premium 4x4 Palette und wir haben eine sehr hohe Anhängelast. Der Corando in diesem Segment unübertroffen zieht 2,4 Tonnen. Der Rexton sowieso 3,5 Tonnen. Preis-Leistungs-Verhältnis ist fantastisch, das wir anbieten können. Und das ist wirklich etwas Spezielles. Ja. Wunderbar. Dann hören wir eigentlich in diesem Jahr sehr wahrscheinlich noch mehr von der Marke. Dann wird sie weggehen vom reinen Nutzenaspekt, ein bisschen mehr ins Lifestyle. Wir von Road & Motor wünschen viel Glück für ein gutes 2012 und danke für das Interview. Merci vielmals. Danke auch.